Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Senator Müller, der sitzt etwas weiter hinten. Trotzdem versuche ich ihn ab und zu anzusprechen. Sie sind mit enormer Verspätung gestartet, Herr Müller. Sie haben alle Signale missachtet und Sie haben bewusst von Anfang an die Weichen falsch gestellt. Und so sind Sie mit der S-Bahn-Ausschreibung geradewegs auf das Abstellgleis gerast. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt geht es darum, den Schaden zu begrenzen und Chaos zu vermeiden. Sie haben sich selbst zum Infrastruktursenat erklärt, aber geliefert haben Sie bislang nicht. Ihr Agieren in Sachen S-Bahn macht das sehr deutlich. Formal haben Sie zwar, wie rechtlich geboten, nach jahrelangem Verzögern eine Ausschreibung angesetzt. Ihr Ziel war es aber offensichtlich, andere Anbieter als die S-Bahn Berlin GmbH aus dem Verfahren zu drängen und einen geordneten Wettbewerb zu verhindern. Das ist Rot-Schwarz am Ende des Tages auch gelungen, zum Schaden von Fahrgästen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum Schaden des Landes Berlin. Ich sage das mal im Einzelnen. Schon zu Beginn wurden viele Anbieter ausgeschlossen, und zwar mit der Entscheidung gegen einen landeseigenen Fuhrpark. Damit konnten nur noch Staatsbahnen und weltweite Konzerne mitbieten, da die Wettbewerber die Züge bereitstellen müssen. Da hat der Senat wahrscheinlich gedacht, er ist fein raus und die Arbeit, das müssen dann die Betreiber machen. Gerade die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen aber, es gibt eine sehr große Zufriedenheit mit dem landeseigenen Fuhrpark. Und das ist ja auch klar, denn das bedeutet mehr Entscheidungsgewalt, höhere Kostenkontrolle und eben auch ein Stück Rekommunalisierung an der richtigen Stelle. Schade, dass das bei der Berliner SPD noch immer nicht angekommen ist. Der Senat hat durch sein Vorgehen zudem Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht. 160 Millionen Euro müssen als Übergangslösung in die museumsreifen Züge gesteckt werden. Diese Kosten waren vermeidbar und wir wissen nicht, wo die Renovierung hingeht. Es ist eine Fahrt ins Ungewisse. Erhalten die alten Baureihen nicht die notwendige Ausnahmegenehmigung des Eisenbahnbundesamtes, gibt es ab 2018 auf dem Ring allenfalls noch einen Halbstundentakt. Ja, das Rot-Schwarz-Malerei ist das. Der Senat hat unnötig durch Verschiebungen, durch rechtliche Fehler und sinnlose Gerichtsverfahren die Ausschreibung in die Länge gezogen. Der Senat hat sozialpolitische und ökologische Vorgaben für die Ausschreibung von Anfang an einfach weggelassen. Stichwort Ökostrom. Das stimmt. Das haben wir im Ausschuss natürlich festgestellt. Herr Friederici, das können Sie gerne versuchen klarzustellen. Dann lese ich Ihnen aus den Protokollen vor. Und dann haben Sie stattdessen, ja, das ist der Witz an der Geschichte, durch überzogene nebensächliche Vorgaben, wie zum Beispiel den Farblacktyp, auch die letzten Mitbewerber der Bahn aus dem Verfahren abgeschreckt. Das hätten wir anders haben können und anders haben wollen. Und die S-Bahn-Ausschreibung war und ist damit ein Fall für die Vergabekammer und den Landesrechnungshof geworden. Wir wissen nun, seit der erfolgreichen Klage der Deutschen Bahn ging das Verfahren und seit dem Rückzug des letzten verbliebenen Mitbewerbers vor ungefähr 4 Wochen, dass der Senat diese Ausschreibung mit gehörigem Anlauf in den Sand gesetzt hat. Wenn Sie, Herr Senator Müller, und Sie verstecken sich zu Recht da ganz hinten, diese Ausschreibung jetzt durchzocken, dann wird am Ende des Tages die Bahn die Bedingungen diktieren. Denn mit einem einzigen Bewerber kann man schlechterdings nicht gut verhandeln. Nun gibt es von Ihnen noch tolle Durchhalteparolen. Die werden allerseits, wie wir jetzt auch gleich hören, von wegen, da könnte ja noch und der könnte ja auch noch. Aber das Ergebnis des Ganzen, das ist leider vorhersehbar. Und dafür wollen Sie dann hier im Haus unsere Zustimmung haben. Ich glaube, es ist unsere parlamentarische Verantwortung, das so nicht zuzulassen. Wir alle wissen, die Berliner S-Bahn GmbH hat sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Im Jahr 2013 fuhr die S-Bahn immerhin, wieder mit 96% Pünktlichkeit. Aber wir haben uns mal den Spaß gemacht und uns gefragt, was heißt das eigentlich? Wie viel Wartezeit ist denn das eigentlich? Und hochgerechnet auf die Fahrgäste ist da mal eine spannende Zahl rausgekommen, nämlich über 1678 Jahre Wartezeit. 1678 Jahre Wartezeit, warum sage ich das? Wir können halt noch immer heute, noch immer nicht sicher eine adäquate Gegenleistung erwarten bei der S-Bahn Berlin GmbH. Und das ist ein Problem. Nun geben Sie, Herr Senator Müller, das Projekt ja bald an einen Nachfolger ab. Glück für Sie, nicht so Glück für ihn. Ich möchte Sie deswegen daran erinnern, was Sie selbst gesagt haben. Sie sagten, Sie wollen die Aufgaben der Stadt erledigen.
Die Hausaufgabe S-Bahn, die ist bislang unerledigt und die Note, die dazu vergeben wäre, Herr Friederici, ist auch nicht besser als die für den BER. Deswegen erwarte ich eigentlich von einem Nachfolger, dass er sich auch zu dieser wesentlichen Baustelle äußert. Ihr designierter Nachfolger im Amt, der Herr Andreas Geisel, hat in seinen ersten Statements aber nichts zu dieser Hausaufgabe gesagt. Er wollte sogleich Ankündigungsweltmeister werden und hat das nächste Großprojekt verkündet. Und haha, es soll der Weiterbau der A100 sein. Dann bleibt es also dabei, der SPD-CDU-Senat kann nicht Flugzeuge, der kann nicht Fahrrad, der kann nicht S-Bahn und setzt deshalb doch nur alles auf eines, die autogerechte Stadt. Herr Senator, Hausaufgaben machen geht eben doch anders. Eins möchte ich ihm doch zugestehen. Er weiß im Grunde, wann und warum ein Vergabeverfahren aufgehoben werden kann, der Herr Senator. Denn Sie haben im Ausschuss bereits erkennen lassen, dass Sie auch über dieses Worst-Case-Szenario nachgedacht haben. Sie wissen, wenn kein ordentliches Angebot eingegangen ist oder sich kein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis feststellen lässt oder andere schwerwiegende Gründe bestehen, dann können Sie das Verfahren aufheben. Und dann sollten Sie es auch aufheben, bereiten Sie diesen Fall vor. Wenn ich Verantwortung für die S-Bahn hätte, ich würde es tun. Denn wir stehen im Wettlauf mit der Zeit und 2017 wirft seine Schatten voraus. Deswegen verschließe ich mit den Worten, heben Sie das Verfahren dann auf, setzen Sie auf den landeseigenen Fuhrpark und schreiben Sie dann den Betrieb neu aus. Vielen Dank.